Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Wir sind Nerdizismus, ein Podcast, wie der Name schon sagt, für Nerds und Cosplayer. Ich bin Chris. Ich bin der Michael. Und wir haben heute die einzigartige Gelegenheit, noch ganz viele weitere Star Trek Podcasts hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Jetzt erstmal die Frage, wer von euch hier hört denn Podcasts? Wer weiß, was ein Podcast ist und wer hört Podcasts? Ja, ein paar sind dabei. Also bei der MagicCon war das definitiv noch die Minderheit. Für alle diejenigen, die noch nicht wissen, was ein Podcast ist, das ist mehr oder weniger Radio im Internet zu mitnehmen. Ihr ladet das nicht nur von iTunes, sondern auch von Webseiten oder anderen mobilen Geräten auf euer Handy runter und könnt euch dann überall hören. Und es ist ein Kompliment, wenn man Podcasts zum Einschlafen hört. Genau. Ja, also wir als ganz wichtig, Bild ist meistens nicht dabei. Ne? Nee, es ist auch Content jenseits der YouTube-Generation. Es geht meistens länger als 1,30. also wenn wir 1,30, da sind wir gerade mal mit der Begrüßung noch nicht mal fertig. Ja, dann kommt erstmal die Eigenwerbung, das dauert 10 Minuten. Dauert 10 Minuten, dann fangen wir irgendwann mal an. Was machen die Nerdizisten? Wir reden über nerdige Dinge, unter anderem auch über Star Trek. Da gibt's unsere Show, die Trek Nerds, da reden wir über Discovery. Wir reden über jetzt aktuell über Westworld. Zweite Staffel, The Walking Dead. Also Spoiler. Star Wars etc. Und wir spoilern immer, dass die Balken krachen. Deswegen auch jetzt gleich an meine Gäste oder an unsere Gäste. Wenn wir spoilern, dann sagt's irgendwie immer voraus. Ja, und ich weiß, dass es immer empfindliche Menschen im Publikum gibt, für die ist es auch ein Spoiler, dass Saffron Cochrane den Warp-Antrieb erfunden hat oder so. Sorry! Ja. Also, in diesem Fall wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Deswegen begrüße ich hier jetzt mal die drei Podcasts, die wir uns heute eingeladen haben. Vier, genau, stimmt. Wir haben zum einen Track am Dienstag. Einen Applaus für Track am Dienstag. Gestern noch grandios im Nerdquiz gescheitert. Grandios aufgeholt im Nerdquiz hat er für Discovery Panel. Kommt doch mal auf die Bühne. Nehmt Platz. Dann haben wir die zwei Jungs vom Federation Cast. Das ist eigentlich jetzt unhöflich, was du gemacht hast. Nee, es ist ein besonderer Punkt, denn last but not least, ja, am Ende haben wir nämlich jetzt hier, sonst könnte man sagen, es ist hier eine reine dreibeinige Sitzung. Nein, es gibt auch Frauen, die podcasten und es sollten eigentlich auch noch viel mehr sein, aber eine haben wir auftreiben können von Wieder Voyager, nämlich die Martha. Komm auf die Bühne. Prima. Jetzt ist es beim Podcasten immer so, man fängt irgendwann mal an und sagt sich, Mensch, das, was andere können, kann ich auch. Und dann macht man eine sogenannte Nullnummer, beziehungsweise ich habe erst im Nachhinein gelernt, dass es eine Nullnummer ist. Es war auch dann eine Nullnummer. Und der erste Podcast, da werden wir gleich so ein bisschen mit euch drüber sprechen, ob ihr eure erste Folge nochmal hören würdet heute und ob ihr die so nochmal aufzeichnen würdet. Aber fangen wir mal ein bisschen der Reihe nach an. Jetzt mal Ladies First. Stell dich doch mal kurz vor und deinen Podcast. Und was war so dein Impuls, warum du zum Star Trek Podcasten gekommen bist? Alles klar. Vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich bin Martha und ich mache zusammen mit meinem Bruder Kuba einen Blog namens Fantastische Wissenschaftlichkeit, nicht Track am Dienstag. Nein, das loopt durch, also nicht irritieren lassen. Ja. Genau, also unser Blog heißt Fantastische Wissenschaftlichkeit und wir haben dort auch zwei Star Trek Podcasts. Einmal derzeit Discovery, der pausiert gerade bis zur nächsten Staffel und einmal wieder Voyager, in dem wir uns also die Serie nochmal Folge für Folge anschauen und darüber sprechen, so ähnlich wie ihr das alle auch macht für andere Serien. Die Idee ist, also wir sind Geschwister, also ich und mein Bruder machen das. Das heißt, wir haben Star Trek Voyager als Kinder quasi schon zusammen geguckt. Und wir machen jetzt sozusagen eine Art
Konfrontationstherapie oder so. Wir schauen uns das nochmal an. Wir schauen, was hat uns damals vielleicht daran gefallen? Warum haben wir das so sehr ins Herz geschlossen? Und gucken, wie uns das jetzt heute vorkommt, wenn wir das jetzt wiedersehen. Und teilweise sind wir vielleicht ein bisschen entsetzt. Teilweise sind wir sehr positiv überrascht, was wir da so, so sehen. Und wir finden es sehr schön, darüber jetzt nochmal sprechen zu können. Und was uns unsere Hörerinnen und Hörer meistens als erstes sagen, ist, ihr habt aber ganz schön viel Spaß dabei. Und das stimmt. Also gestern meinte ja, glaube ich, Robert Picardo, dass der Schwellwert für Unterhaltung bei Star Trek-Fans irgendwie niedrig ist und man sehr schnell sehr viel Freude an Dingen entwickelt. Und ich glaube, bei uns ist das ganz besonders so. Also wir haben unheimlich viel Spaß dabei, die Folgen uns nochmal anzuschauen. Wir haben unheimlich viel Spaß am Podcasten. Und wenn das beides zusammenkommt, dann wird bei uns sehr viel gelacht, wie ihr merken werdet, wenn ihr mal reinhört. Also wenn ihr gerne lacht oder uns beim Lachen zuhört, dann werdet ihr bei uns richtig. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch mal reinhört. Das können wir immer machen, außer dienstags, weil dienstags kommt ihr nämlich. Ja? Was für eine Überleitung. Ja. Ja, danke Chris. Unser Podcast ist Trek am Dienstag. Und ich habe tatsächlich immer schon, das ist mein zweiter Podcast, den ich mache, ich habe tatsächlich schon länger die fixe Idee gehabt, ich würde ganz gerne mal Woche für Woche komplett Star Trek schauen und darüber sprechen. Nach dieser Idee habe ich mich hingesetzt mit einem Rechenschieber und habe geguckt, wie lange ich denn wohl dafür brauche. Ja, das dauert bis zum Jahr 2032. Und da habe ich gedacht, wen fragst du das, ohne dass der sagt, du bist bescheuert. Mach das alleine. Also habe ich meinen lieben, guten, alten Freund Simon gefragt, den ich seit über 25 Jahren kenne. Hättest du da Lust drauf? Und ich habe gedacht, er sagt, du hast ein Ei am Kragen. Aber er hat gesagt, ja, machen wir, sofort. Also im Grunde machen wir auch so eine Art Konfrontationstherapie, aber wir beide konfrontieren uns ständig. Also für uns ist quasi Star Trek ein Mittel, dass wir ja unsere Freundschaft auch wieder so ein bisschen aufleben konnten. Und das machen wir einfach in Form dessen, dass wir jede Woche über eine steinalte Folge quatschen. Wir sind aktuell in der dritten Staffel der Original Series. Und ja, jeden Dienstag gibt es quasi eine Folge. Und wir machen das Ganze jetzt auch nicht so super wissenschaftlich. Wir schweifen extrem oft ab auch so. Naja. Und ja, schon. Ja, genau. Und lassen auch so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen mit einfließen, machen auch so ein bisschen, ja, Politik und sowas. Wie ist Star Trek wirklich so tolerant? Wie ist das eigentlich mit dem Sexismus in der Original Series? Und ja, viel gelacht wird bei uns, glaube ich, auch. Und ja, das ist halt im Grunde Trek am Dienstag in der Nutshell. Jetzt habe ich im Vorgespräch schon gelernt, dass ihr bei eurer Namenswahl Discovery Panel irgendwie ein Problem hattet. Das mündet dann auch darin, dass man euch dann in den sozialen Netzwerken unter diversen Namen findet. Ich dachte, das machen wir erst am Ende. Warum, ja, du kannst die Werbung jetzt nicht machen, du kannst die Anekdote ja schon mal erzählen. Wir haben die Gelegenheit nutzen können, dass du einen guten Eindruck von uns übermittelst und jetzt kommst du gleich hier mit den... Es ist ein schwieriges Thema. Also unsere Social-Media-Kanäle sind so ein bisschen unterschiedlich, weil wir den Namen eigentlich ganz geil fanden und uns dann halt den zweiten Schritt überlegt haben, ob der dann möglicherweise noch frei ist bei diversen Social-Media-Kanälen. Deswegen findet man uns wo? Das soll ich jetzt wieder sagen. Bei Facebook unter Discovery Podcast, bei Twitter unter Panel Discovery, aber Instagram, da sind wir Discovery Panel. Das werden wir jetzt im Laufe dieser Stunde mehrfach wiederholen und hinterher und nachher abfragen. Genau. Ja. Prüfung. Aber ihr habt ja, bevor ihr euch den Namen überlegt habt, den Impuls gehabt, einen Podcast zu machen. Ich erinnere mich da an einen Restaurantbesuch Anfang 2017. Da saßen wir zusammen und es kam auf eine der besten Star Trek-Folgen aller Zeiten zu sprechen. In the Pale Moonlight von DS9, im fahlen Mondlicht. Wer kennt sie hier? Ja, bitte, yeah. Danke. Wie eine der besten, oder? Ja, definitiv. Und nach circa anderthalb Stunden hörten wir plötzlich links und rechts von uns so zwei Stimmen, die sagten, hört mal, könnt ihr vielleicht mal aufhören, darüber zu reden? Das waren unsere beiden Freundinnen, die wir leider mit in das Restaurant genommen hatten. Das war für uns ein guter Moment, vielleicht mal zu überlegen, uns separat zu treffen, um dann über Star Trek zu reden.
Und Andi hat mir dann irgendwie gesagt, so komm, lass doch mal einen Podcast machen. Ich habe es nicht so ernst genommen. So, ja, ein Podcast. Ja, nee, so ein Podcast über Star Trek. Ich dachte, ich bin kein Nerd. So, was sollen wir denn über Star Trek? Nee. So, und dann habe ich gesagt, okay, komm, warum, lass mal probieren. Und dann haben wir die berühmte Folge 0, über die wir ja gleich noch sprechen, aufgenommen. Und wir haben mehr als 1,30. Ich bin mir nicht sicher, ob du eben eine Minute oder eine Stunde 30 meintest. Ich meinte eine Minute. Also was hört so der YouTuber an? Mehr als eine Stunde 30 geredet. Eigentlich nur über unsere Motivation, warum wir Star Trek geil finden. Und am Ende bin ich rausgegangen und habe gedacht so, naja, vielleicht bist du doch so ein bisschen Nerd. Und vielleicht. Ja, vielleicht. Und dann haben wir angefangen. Und einer der Hauptmotivationen war tatsächlich, klar, neue Star Trek-Serie. Also wir reden über Discovery, falls das untergegangen sein sollte. Neue Star Trek-Serie ist natürlich mega aufregend. Da wollen wir natürlich irgendwie bei sein. Und wir kennen uns seit Ewigkeiten und das ist eine super Gelegenheit, beziehungsschonend unsere Freundschaft weiterzuführen. Dann haben wir noch den Federation Cast. Ja, hallo. Unsere Motivation hat angefangen eigentlich letztes Jahr. Da haben wir begonnen, über die FedCon zu berichten, also eine Tag-für-Tag-Betrachtung hier aus Bonn, weil wir schon seit über 10 Jahren, glaube ich, ne, auf der FedCon. 11 sind es jetzt, ja. 11 Jahre, okay. Sind wir regelmäßig hier zu Gast und es gibt immer so viel darüber zu schwätzen. Und gleichzeitig sind wir beides Podcast-Hörer von diversen Podcasts. Und da haben wir gedacht, das könnten wir doch eigentlich verbinden. Wir schwätzen so viel, teilweise vielleicht auch Mist, über die FedCon und was wir erleben, was es Schönes gibt, was es nicht so Schönes gibt. Und dann haben wir gedacht, warum nehmen wir das Ganze nicht mal auf? Und vielleicht interessiert es ja irgendeinen da draußen. Und da hat sich die FedCon eigentlich dann angeboten letztes Jahr, weil der ursprüngliche Plan war auch, dass man zuerst nur mal einmal im Jahr, also nur zur jeweiligen FedCon einen Podcast rausbringt, zum Testen erstmal. Und es hat uns dann so gut gefallen, dass wir das dann immer weiter erweitert haben auf Kinofilme, Serien. Wir haben mal über eine Apple-Keynote berichtet. Aktuell gucken wir Pastewka noch als Rewatch. Also einfach verschiedene Themen. Wir haben uns da nicht wirklich drauf festgelegt. Genau. Und dann sind wir irgendwann natürlich wie so ziemlich jeder Nerd hier auf Discovery gekommen, ganz klar. Haben uns angeschaut und haben die Serie dann auch besprochen, teilweise auseinandergenommen. In 4 schönen Folgen, ich glaube 1,5 Stunden, 2 Stunden so rum. Ist auf jeden Fall länger geworden, als wir ursprünglich geplant hatten. Richtig, also es gab dann doch viel Konfliktpotenzial bei Discovery. Ja, ursprünglich war es geplant, aber wir machen eine Folge und besprechen mal die Serie Discovery. Ja, und da wurden halt 4 Folgen draus. Und jetzt sind wir wieder hier, back to the roots, auf der FedCon. Und auch jetzt wieder Tag für Tag ein Podcast über die ganzen Panels und alles, was hier so abgeht. Ja. Michael, würden wir unsere Nullnummer nochmal anhören? Hast du unsere Nullnummer nochmal gehört? Also man hört immer so 2 Minuten da rein, vielleicht auch 30 Sekunden und ist dann so wie so ein YouTube-Werbeschauer, der dann auf den Weitergucken, Weiterhören-Button klickt man dann selber durch. Aber gut, wir alle haben halt angefangen, irgendwann mal Interesse zu zeigen. Wir beide haben im Büro zusammen groß gelabert. Dann hat er den Arbeitgeber gewechselt, aber kam dann später nochmal auf mich zu. Ey, da ist doch hier Star Wars. Also jetzt, ihr habt jetzt alle Star Trek, aber unsere Motivation war dann am Ende Star Wars. Hast du nicht Bock, zum Episode 7 Trailer einen Podcast zu machen? Und daraus ist dann ganz schön viel entstanden bisher. Stimmt, 4 Jahre machen wir es jetzt schon, über 100 Folgen insgesamt und jede Menge Einzelshows. Martha, ihr macht auch ein bisschen Discovery, ist das auch eine Therapie oder ist das... Wir sollten vielleicht mal, damit auch das Publikum so ein bisschen einordnen kann, und jetzt nochmal Hand hoch, wer hat Discovery noch nicht zum Ende geguckt? Irgendjemand hier? Oh, okay. Spoiler. Alles klar. Dann lassen wir die Diskussion über das Ende weg, die verschieben wir dann nach draußen. Dann sag doch aber einfach mal, wenn du jetzt so den direkten Vergleich hast zwischen Voyager und Discovery, was wäre so das, was dir am eklatantesten auffällt, im Guten und im Schlechten? Okay, also wir hatten tatsächlich zuerst ein paar Folgen für wieder Voyager aufgenommen, also das ist, womit wir angefangen haben, und dann kam Discovery dazu. Und das Erste, was auffällt, ist die Geschwindigkeit, in der erzählt wird. Also wenn ich Voyager gucke und ich mache mir natürlich Notizen und so für den Podcast, dann muss ich dafür nicht Pause drücken. Ich gucke das einfach und das wird so schön, schön gemächlich, ich mag das, erzählt,
dass ich mir einfach alles gut merken kann und aufschreiben kann, was ich will. Und bei Discovery habe ich das auch zuerst so versucht und es geht überhaupt nicht. Also ich bin nicht mitgekommen, ich wusste nicht, was los ist, weil einfach viel zu viel passiert. Jede Sekunde ist vollgestopft mit Sachen, die wichtig sind, mit Andeutungen. Das ist, was mir so als erstes aufgefallen ist. Reicht vielleicht auch schon. Kommen denn die Herren von Discovery Panel noch mit zum Schreiben? Man reiche ihnen ein Mikro. Wir machen das immer zu zweit grundsätzlich. Wir können nicht alleine reden. Aber das mit dem Schreiben wäre dann dein Part, weil wir haben zwei verschiedene Angänge. Wir besprechen jede Folge, also wir besprachen jede Folge. Kurzfristig ist ja Präteritum angesagt. Er kann extrem gut Radio und ich muss mich deswegen auf die Folgen vorbereiten. Das ist ungefähr unsere Arbeitsteilung. Ich bin eher so der emotionale Angang dann und gucke möglichst kurz vor dem Casten die Folge ganz frisch mit meinen Eindrücken und Andi guckt sie ungefähr 27 Mal und schreibt jedes Mal 4 DIN-A4 Seiten bei jedem Durchgang. Ja, 4 bis am Ende sogar 7. Also ich muss dir absolut recht geben. Das Tempo ist der Hammer. Ich muss sehr, sehr oft Stopp drücken, um dann irgendwie noch meine Eindrücke zu schreiben. Und am Ende bleiben dann eben 7 Seiten. Und dann versuchen wir, unseren Podcast zu machen und denken immer, ach, diesmal schaffen wir es unter einer Stunde. Und ich weiß, einige von euch haben das auch schon mal gehört. Leider haben wir es noch nie unter 2 Stunden geschafft. Ja, vielleicht 1-2 Mal. Vielleicht. Also Respekt. 4 Folgen für die ganze, also Respekt. Und Track am Dienstag, wenn ihr jetzt mit TOS angefangen habt, dann habt ihr ja alle Zeit der Welt. Also da kannst du ja nebenher nochmal rausgehen, Rasen mähen. Im Prinzip schon, das, ja. Das Gute ist, es reicht doch eigentlich, die letzten 2 Minuten zu gucken und das letzte Captain's Log nochmal mitzunehmen. Oh, aber die Serie ist doch sehr, sehr voll mit vielen Sachen, die man auch einfach mal missverstanden hat über all die Jahre. Wenn man, oder ich auch selbst missverstanden habe. Ich bin total überrascht davon, wenn ich die Urserie sehe, weil ich habe immer noch so im Kopf, dem Kirk zerreißt in jeder Folge das Oberteil. Stimmt gar nicht. Und er bandelt mit einer Frau an. Stimmt auch oder? Nicht. Ist doch so, oder? Ist falsch. Was passiert tatsächlich in jeder Folge? In jeder Folge der zweiten Staffel? Sie kommen in den Knast. Sie kommen mit irgendwelchen Bösewichten zusammen, sie kommen in den Knast. Sie kommen in der Folge 2-mal bis 3-mal, in manchen Folgen gar 4-mal in den Knast. Ich weiß nicht, wieso das kein Meme geworden ist. Ja. Meistens ist es irgendwo im Keller, so Dungeon-mäßig. Irgendwie ist, glaube ich, auch häufig dasselbe Dungeon. Und dann kommen die ja auch durch ganz billige Knast-Tricks, kommen die dann meistens da raus. Ne? Indem sie dann irgendwie sagen, oh, der Dr. McCoy, der ist gerade umgefallen. Dem geht's nicht gut. Wir brauchen Hilfe. Und dann funktioniert das halt meistens. Ja. Und warum dann nicht ständig wiederholen? Also es ist tatsächlich so, bei dem Rewatch ist uns dann doch aufgefallen, dass halt viele, ja, ich sag mal so, Klischees oder auch Mythen, die sich so aufgebaut haben über die Jahre und wie man so TOS in Erinnerung hat, dass es halt gar nicht stimmt, beziehungsweise dass es halt wirklich auch andere Dinge gibt, über die sich dazu zu reden lohnt und die man dann natürlich auch sehr viel intensiver guckt, weil wenn man sich halt so eine Folge wirklich genauestens anguckt und da, wir machen auch etliche Notizen dazu, dann fallen einem manchmal Sachen auf, die sind halt, ja, teilweise witzig, teilweise richtig ärgerlich auch. Wir haben ja neulich über Patterns of Force beispielsweise gesprochen. Heimatland, also im schlechtesten Sinne des Wortes. Genau. Ja, und, boah. Ja. Schreckliche Folge. Und genau. So, aber was war die Frage nochmal? Eigentlich wollte ich ein bisschen auf Eindrücke von Discovery raus. Wir haben ja noch so viele dabei, die es noch nicht zu Ende geguckt haben. Deswegen skippen wir den Timer ein bisschen. Federation Cast. Ja, wir hatten ursprünglich Discovery eigentlich gar nicht vorgesehen zu podcasten, da ich mich richtig auf die Serie gefreut hat und die angefangen habe zu schauen, als sie bei Netflix dann rauskam, Woche für Woche, und habe dann so nach der 6. oder 7. Folge, war für mich irgendwie, hat nicht geklickt und habe dann halt aufgehört zu schauen. Und dann kam hier die Einladung zum Castblast. Und dann hat Erik gemeint, wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir uns nochmal Discovery angucken, so, dass wir wenigstens irgendwas mit Star Trek schon mal gepodcastet haben. Ja, wobei wir ja Star Trek 7 auch besprochen haben, ja, vorher den schon. Auch. Der war gut, ja. Ja, ja, und Discovery, also mir fiel es sogar schwer, wie er dann gesagt hat, wir schauen das jetzt nochmal komplett durch. Ich hatte im ersten Moment halt wirklich keine großartige Lust, auch jetzt Notizen oder so zu einer Serie zu machen, die einem halt irgendwie nicht gefällt. Habe sie dann doch nochmal von Anfang an mir auch angeschaut. Und ich merke das, dass man eine Serie, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man sie auch schaut, man guckt auf eine ganz andere Perspektive dann drauf. Also was man vorher vielleicht schlecht fandet, findet man dann später vielleicht wieder ganz interessant. Und jetzt bei unserem Rewatch hat man sie eigentlich relativ gut gefallen. Im Vergleich mit anderen Serien
merke ich aber auch, entweder, dass man älter geworden ist oder ich bin halt so DS9 Voyager. Also für mich war das dann nicht mehr so das klassische Star Trek, aber das hört sich dann immer so an, als wäre es eine schlechte Serie, wo ich sehr vorsichtig bin. Das ist eine sehr gute und hochwertige Serie, aber halt für mich einfach nicht gemacht. Ich bin dann aktuell eher, wir hatten vorhin das Panel von Robert Vogel, so The Orville. Das transportiert für mich im Moment eher so das Star Trek von DS9 und von Voyager wieder. Ja, unser grundlegendes Problem ist eigentlich die Zeit, in der Discovery spielt. Also so denn diese Bürde, die die haben, kurz vor Kirk und allem anderen, was wir kennen oder schon vorher kannten, die zwängen sich da in so eine Lücke rein. Und klar, es muss modern sein, es muss mit modernen Effekten sein. Und ja, wir haben Holoprojektion und was weiß ich nicht alles. Es passt sich einfach nicht so in das Gesamtkonzept ein. Ja, man hätte meiner Meinung nach die Serie, so wie sie ist, einfach ins Jahr 2400 setzen sollen. Also irgendwann nach Voyager oder so. Und dann eben nicht die Klingonen, die wir hier drin haben, sondern halt irgendeine neue Rasse. So das Gesamtkonzept von der Handlung ist ja wirklich nicht schlecht, aber es sind so einige Punkte. Die Optik der Klingonen wird ja viel im Internet diskutiert und das ist sowas, da, ja, das hat mich halt so dermaßen gestört, weil ich halt mit ja, TNG, DS9, Voyager groß geworden bin und ja, einer meiner Lieblingscharaktere, der Worf von der Enterprise, das war so mein Klingone oder dann später auch der Martok bei DS9. Und die neuen Klingonen, die sind halt einfach nicht mehr das, was mir gefallen hat. Also das ist so ein bisschen das Problem, das Hauptproblem bei uns. Ja, auf jeden Fall. Aber sie haben auch tolle Momente. Also eine Lorel und ein Ash Tyler. Eine Lorel, die haben ganz tolle Momente. Ja, da muss man immer aufpassen, ja, mit Spoilern. Wir machen es ja mit Spoilern immer so, wir haben, also in den Seriencasts spoilern wir ohne Ende. Wir gehen davon aus, dass diejenigen, die das hören, dass es ihnen entweder egal ist, oder dass sie halt die Folge schon gesehen haben. Bei Filmen machen wir immer zwei Folgen, wenn es ein großer Film ist, eine gleich aus dem Kino, mehr oder weniger, nach der Pressevorführung und dann einen so. Jetzt sagt man uns beiden nach, wir wären kein Wohlfühl-Podcast, ja, was auch immer das heißen mag. Also ich kann mir ungefähr vorstellen, warum das geht, weil wir haben auch sehr konträre Ansichten. Das ist auch meistens immer so ein bisschen wie bei Hör mal, wer da hämmert. Ich bin dann Tim und er ist L. Ja. Das heißt, da kommt dann meistens so, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Und er kann mir dann auch gerne oder ganz oft anhand von Zusatzmaterialien, die ich, da bin ich dann eh nicht so bei dir, ich habe es dann gerade erst vorher geguckt, dann auch durchaus beweisen oder nahelegen, dass das halt schon alles widerlegt ist und alles, was ich mir da jetzt in meinem Kämmerlein zurechtgedengelt habe. Wer hat hier einen Kuschel-Podcast und wer hat hier einen eher konträren Diskussions-Podcast? Also wir haben uns halt, ich finde, das ist halt irgendwie so ein Gimmick, ja, also ein Kuschel-Podcast oder so ein Contrera-Podcast, das haben wir eigentlich komplett weggelassen, wir schauen eigentlich immer, wie sich das... Also es war keine Absicht, es hat sich bei uns so entwickelt, also man sagt uns das nach, wir werden halt keiner. Das kommt halt echt auf die Folge an, also wir sind recht häufig einer Meinung und natürlich könnte man sich jetzt da natürlich hinstellen und sagen, okay, das ist langweilig, ich muss jetzt unbedingt irgendwie eine andere Meinung entwickeln, die aber gar nicht meine ist und dann wirkt das auch irgendwie fake. Und von daher, wir haben dieses Problem eigentlich gar nicht. Also wir machen das halt einfach, das scheint auch dann ganz gut anzukommen. Und ja. Oft ist es auch so, dass ich mit einer relativ klaren Meinung anfange, und ich habe die Folge ja geschaut und ich habe mir klare Notizen zu der Folge gemacht. Und dann redet da auf einmal der Simon am anderen Ende und ich denke dann, ja okay, der hat irgendwie recht. Und am Ende hat man sich dann nicht selten auch ein bisschen einlenken lassen durch den Mitpodcaster, muss ich sagen. Also wenn das zu kuschelig ist, weiß ich nicht. Und ein Problem, was wir auch definitiv nicht haben, ist halt dieses Spoiler-Problem, weil wir reden halt über Sachen, die halt, keine Ahnung, 30 Jahre alt sind, noch länger. Wir haben auch zu Discovery mal eine Folge gemacht, weil unsere Zuhörer das halt gefordert haben. Die haben einfach gefragt, was ist eure Meinung dazu? Und wir umschiffen das Problem halt immer, indem wir einfach sagen, so, pass auf, das ist jetzt ein Spoiler-Podcast. Ihr habt jetzt die letzte Möglichkeit abzuschalten, weil ich will mich da auch nicht dann irgendwie ja, begrenzen.
Ja, also ich würde sagen, wir sind ein Wohlfühl-Podcast. Ich fühle mich sehr wohl, während wir den machen und auch wenn ich mir den anhöre. Du hast ja gefragt, würde man sich die erste Folge oder die nullte Folge nochmal anhören? Absolut. Ich liebe meinen eigenen Podcast zu hören. Ich bin total egomanisch. Aber das heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sind. Also wir gucken die Folgen getrennt. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Also wir gucken die getrennt an und besprechen die dann gemeinsam. Ihr auch, ja. Wir schreiben uns vorher unsere Notizen und eine Note sozusagen auf, die wir am Ende vergeben. Und die ist oft sehr unterschiedlich. Aber im Laufe der Diskussion, so ähnlich wie ihr das auch gerade beschrieben habt, nähern wir uns oft einander an, weil wir einfach dann auf einmal die Punkte sehen, die der andere rausgearbeitet hat. Und deswegen, wer uns schon mal gehört hat, dann habt ihr sicherlich gemerkt, wir haben nicht so ein wahnsinnig großes Notenspektrum dann am Ende. Also es ist oft Mittel, Mittel plus oder Mittel schlecht, weil im Endeffekt trägt man einfach alles zusammen, was einem gefallen hat, was einem nicht gefallen hat. Und deswegen kommt dann so eine Wischiwaschi-Bewertung irgendwie raus. Aber das heißt nicht, dass da nichts Interessantes in der Folge drin war. Ich wollte vielleicht hinzufügen, dass es bei Discovery, glaube ich, gar nicht so ganz so einfach ist, ein Wohlfühl-Podcast zu sein, weil egal, was man sagt, glaube ich, es auf immer eine andere Meinung stoßen kann. Wir nehmen die Folgen relativ intensiv auseinander, sind uns häufig in der Diskussion nicht immer einig, kommen aber relativ häufig zu ähnlichen Ergebnissen am Ende, wenn wir benoten auch. Das waren wir auch schon einige Male recht unterschiedlich, aber ich glaube, wir verstehen immer die Position des anderen. Wenn das Wohlfühlen ist, dann sind wir vielleicht ein Wohlfühl-Podcast. Uns wurde auch immer mal wieder vorgeworfen, dass wir zu gnädig mit der Serie umgehen, obwohl wir eigentlich sehr viel kritisieren in der Folge, aber wie gesagt, am Ende dann schon häufig auch ein vielleicht zu wohlwollendes Urteil in einigen Augen oder Ohren treffen. Also wir sind, glaube ich, so eine Mischung, also ich fühle mich wohl. Es kommt da so ein bisschen drauf an, wie man es hört. Also wir fühlen uns sehr wohl. Wenn ihr das hört und Discovery ganz, ganz grausam findet, dann kann es teilweise auch Momente geben, wo ihr euch nicht so wohl fühlt. Ich habe das gestern mal zum Beispiel gehört. Ne? Andererseits haben wir auch Folgen, die wir durchaus zerrissen haben. Also es gibt beispielsweise eine Folge, in der ein Hauptcharakter eine sehr, sehr intensive Veränderung mitmacht innerhalb der zweiten Halbstaffel, ohne jetzt einen Spoiler zu machen. Die haben wir ziemlich zerrissen, weil sie wirklich sehr, sehr eindimensional für uns auch so ausgefallen ist. Und wir haben sehr, sehr gute Rückmeldungen bekommen. Zum Beispiel auf discoverypanel.de kriegt man Rückmeldungen oder bei Twitter auf Panel Discovery. Du machst das gut. Ja, danke. Du machst das gut. Da haben wir auch sehr gute Rückmeldungen zu einem unserer letzten Casts gemacht, wo wir wirklich eine sehr, sehr starke Kritikerin mal eingeladen haben, die von Voyager kommt und die sagt, ich liebe Star Trek und ich hasse Discovery. Und da haben uns viele gute Rückmeldungen gegeben, dass wir einfach mal so eine Stimme auch auf unser Panel hören, weil wir doch relativ enthusiastisch sind, weil wir die Serie auch einfach lieben wollen. So ein bisschen. Und ihr wollt sie ja zum Teil noch gucken. Ich glaube, wir haben die Folgen an sich zum Teil mehr gefeiert als die Serie am Ende und gucken jetzt mit einem Tränchen der Hoffnung und Freude im Auge auf die zweite Staffel, die alles ganz anders und genauso gut machen wird. Ja, aber man, hab ich jetzt gespoilert? Nein. Man spielt sich auch gerade, wie gesagt, wenn uns vorgeworfen wird, dass wir so gerne bashen, da wiegelt man sich auch gegenseitig gerne hoch. Also dann findet der eine das nicht gut und der andere stimmt damit ein. Und dann redet man sich so in Rage, dass am Ende vielleicht 90% der Hörer denken, boah, ihr habt ja nur gemeckert, obwohl wir dann in unserem Fazit vielleicht der Folge sogar eine 8er-Bewertung von 10 geben. Und ich finde es eigentlich eine schöne kritische Auseinandersetzung damit. Allerdings muss man klarkommen, ich habe das auf der Uni gelernt, dass man mit Kritik klarkommen muss und irgendwie kann. Und das ist dann, betrachte ich es als konstruktive Kritik, aber manche nehmen das vielleicht dann doch etwas zu emotional auf. Ich schätze auch sehr die Kritik, die dann im Zweifel von außen an unserer Kritik kommt, weil das auch immer mal wieder spiegelt. Und genau, was du gerade gesagt hast, man schaukelt sich in manchen Situationen vielleicht auch wirklich hoch mit der Kritik. Und wenn man dann die Folge nochmal sieht oder unsere Folge irgendwie nochmal sich durch den Kopf gehen lässt, weil wir irgendwie einen Staffelrückblick machen, merkt man, dass man sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wirklich aufgehangen hat und dann an einem Punkt war, der vielleicht überhaupt gar nicht so wichtig für die Serie ist, ob der jetzt die Nase nach rechts oder nach links gedreht hat. So, ne? Aber
ja, manchmal sind es dann so Situationen, wo du dich wirklich dran festhakst und vielleicht sind das auch so Momente, die vielleicht Podcasts auf der einen Seite charmant machen, weil es halt nicht geplant ist, was man redet. Auf der anderen Seite sind das vielleicht dann die Momente, wo man hätte nochmal so ein bisschen... Also ein Beispiel, um das mit Leben zu füllen. Wir haben eine Dreiviertelstunde darüber diskutiert, ob man in einem vollbesetzten Saal, wo ganz viele Soldaten mit Phasern drin stehen, ob man da schnell durch einen Luftschacht entkommen kann. Das ist eine völlig legitime Frage. Also ich weiß jetzt gar nicht, da müsst ihr euch nicht für schämen für. Ja? Aber Feedback ist ein gutes Stichwort. Was mir prophezeit wurde, als ich gesagt habe, ich mache einen Podcast, ich habe mich dann mit Leuten unterhalten, die das schon länger gemacht haben und wir haben es jetzt selber dann auch. Es gibt dann irgendwann den einen Hörer. Und alle nicken hier, habt ihr auch alle schon dieses Podcast-Achievement unlocked, ja? Also den einen Hörer zu haben, der alles kommentiert, der gnadenlos euch teilt, im positiven und im negativen Sinne, und habt ihr schon euren persönlichen Hater? Wir haben jeweils unseren eigenen schon. Sind das Achievements, die nacheinander kommen? Ja, die sind. Also die Reihenfolge ist beliebig. Ja, ja. Welches kam denn zuerst? Habt ihr schon? Ja, wir haben den Hörer. Ja. Viele Grüße an Michael, falls er zu viel ist. Ja, wir freuen uns sehr. Kommentiert jede Folge und ist einfach schön. Wir haben noch keinen Hater. Ich glaube, das kommt noch. Ja, wir haben auf jeden Fall Leute, die uns folgen und die auch jede Folge irgendwie kommentieren. Gerade auch eine Person, jetzt ist ja in ein paar Tagen ist Datenschutz, deswegen sage ich mal keinen Namen. Aber jede Folge wird von ihr kommentiert und sie zeigt sehr gekonnt auf, welche Sachen wir übersehen und vergessen haben. Wo wir uns auch immer so vollständig fühlen dabei. Also ganz toll. Und Hater, muss ich sagen, haben wir Hater? Nee, oder? Nee, bis jetzt nicht. Also ich meine, wir sind jetzt auch nicht der allergrößte Podcast mit irgendwie Tausenden von Zuhörern. Vielleicht kommt das noch. Ich meine, ich komme ja aus der Verlagswelt, aus der Spieleindustrie sozusagen, habe jahrelang als Journalist gearbeitet und habe da auch Videos gemacht und da auch schon Podcasts gemacht. Und da hatte ich einige Hater, also auch einige sehr persönliche Hater, deswegen kenne ich das. Ich hoffe mal, das bleibt aus bei uns. Wie stehst du dann da drüber, über den persönlichen Hatern? Also du hörst jetzt nicht direkt auf mit Social Media, deshalb. Du, also wenn ich da ein persönliches Problem mit hätte, dann hätte ich meinen Job schon vor Jahren, glaube ich, gewechselt. Du entwickelst, am Anfang ist es natürlich verletzend, aber wenn du dann irgendwann auch mal merkst, welche Mechanismen dahinter stecken und dass es häufig auch einfach ja nicht wirklich persönliche Angriffe sind, sondern da ist vielleicht jemand gerade frustriert und will ein bisschen Dampf ablassen oder das sind halt diese klassischen Trolle, die dich einfach nur provozieren wollen, dann ist dir das egal. Ja. Und es ist ja schön, also wir haben uns darüber gefreut, weil man kriegt endlich mal eine Reaktion. Irgendwer sagt irgendwas, jede Reaktion ist eine gute Reaktion. Eben, ja. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem beim Podcasten, ist ja dadurch, dass man es halt zum Einschlafen hört oder im Auto oder halt auf einem Medium, im Gegensatz zu YouTube, gibt es halt keine Kommentarfunktion. Also für diejenigen, die noch keine Podcasts hören und jetzt vielleicht dann einsteigen, ihr ladet euch eine sogenannte Podcatcher-App runter und ladet die Folge dann dort hinein. Es hört es also nicht im Browser, sondern ihr hört es eigentlich im Media-Player eures Mobiltelefons. Und das macht es natürlich schwierig, dann zu kommentieren. Das heißt, man muss im Gegensatz zu einem YouTube-Video immer den Umweg wählen über eine E-Mail oder halt bei den Social-Media-Kanälen dann unter der Folge was drunter posten. Deswegen ist eigentlich uns Podcastern immer sehr lieb, wenn ihr uns Feedback gebt, weil es ist wirklich schwer, Feedback zu bekommen. Und man muss auch durchaus schon eine gewisse Hörerschaft erreichen, so einen kritischen Punkt, bevor man überhaupt merkt, dass das überhaupt irgendeiner hört. Federation Cast, wann war denn bei euch so der Punkt, wo ihr den ersten Kommentar hattet? Das erste Mal einer kommentiert hat. Das war schon zur FedCon gewesen. Zum Glück sind uns Hater bisher erspart geblieben. Also das ist einfach, es ist so der erste Kommentar. Hofft man sich natürlich, dass was Positives kommt, da stellt man sich noch die Frage, hört es überhaupt jemand, was wir hier machen, oder soll man überhaupt weitermachen? Und dann freut man sich, wenn es was halbwegs Positives ist, was einem ja dann auch die Motivation gibt, die Zeit zu investieren, weiter Podcasts aufzunehmen. Ja, wobei, wenn da jetzt was Negatives kommen würde, es ist ja auch nicht mal unbedingt schlecht. Ich finde, Kritik ist gerechtfertigt und wir sind ein privater Podcast. Wir können im Prinzip sagen, was wir wollen, machen wir eigentlich auch. Und wenn das dem einen oder anderen nicht gefällt, gerne Rückmeldung, klar, per E-Mail oder per Twitter oder was weiß ich alles. Ist willkommen, nehmen wir hin, ganz
Ganz klar, kein Problem. Wobei wir uns natürlich über positive Sachen umso mehr freuen. Wir freuen uns über jedes Like oder. Ja. Aber man gewöhnt sich natürlich auch dran. Also ich weiß, unser allererster Podcast, diese berühmte Folge 0, da haben wir ein halbes Skript geschrieben vorher, was wir sagen wollten und dann echt jeden Satz auseinandergenommen, so, ach, hoffentlich tue ich damit jetzt nicht den verärgern und damit jemand anders verärgern und haben dann aber gemerkt, das hat so überhaupt nicht funktioniert und so ein Stück weit muss man einfach so erzählen, wie man denkt und hat halt die Hoffnung, dass es ein paar Leute interessiert oder unterhaltsam zumindest findet. Ja. Aber es gibt ja den Satz, von dem du weißt, oh, wieder 100 Hörer weniger. Also gerade bei sowas wie The Walking Dead, wo ich extremst draufgehauen habe irgendwann. Das ist ja auch gar nicht mehr besonders anders. Schwer aktuell. Ja, da hatten wir auch wirklich ein Problem, überhaupt eine Folge. Also wir haben immer so eine Stunde ungefähr, außer bei Walking Dead, das dauert immer so 20 Minuten. Und wir nehmen schon zwei Folgen zusammen, ja, damit wir wenigstens irgendwie mal auf eine Länge kommen. Da haben wir uns, ja, das hat in den einschlägigen Foren doch gut gekracht, ja, bei der ein oder anderen Folge. Ansonsten haben wir natürlich so ein bisschen das Phänomen, wir haben auch extra mal eine Folge dazu gemacht, das hat man jetzt bei Discovery gemerkt und merkst es jetzt bei Star Wars, dass die Fandoms sich untereinander halt inzwischen kräftig aufs Maul geben. Ja, also wo es halt früher einfach nur Star Wars versus Star Trek war, ist es jetzt eigentlich Old Star Trek versus Discovery und beides scheint irgendwie unvereinbar zu sein und wenn man das eine jetzt total super findet, dann kann man das andere ja gar nicht mehr gut finden, weil das verrät ja die Ideale und das kannst du jetzt über fast jedes Franchise aktuell so ein bisschen drüber stülpen. Ich habe jetzt gemerkt, als ich jetzt aus der Pressevorführung von dem Solo raus bin, dass ich anscheinend mehr ein Fable für diese Anthology-Filme habe. Weil ich mit den Saga-Filmen nichts mehr anfangen kann im Star Wars-Universum. Wohingegen die anderen Leute, die mit mir drin saßen, alle sagten, was ein Schmarrn. Ja, ja, jetzt haben wir gesehen, es gibt da noch einen Reboot von Magnum PI, alles wird gerebootet, dann ist halt Star Trek halt the next in line. Ich kann aber auch nicht ganz verstehen, bin ich voll ganz bei dir, warum man sich diese Timeline ausgesucht hat. Erschließt sich mir nicht. Das bringt einen in Probleme, die man eigentlich nicht hätte haben wollen. Aber wir wollen ja nicht inhaltlich reden, sondern wir wollen ja auch ein bisschen drüber reden, was eigentlich Podcasten so bedeutet. Und vielleicht fangen wir mal so nochmal hier bei Martha bei dir ein bisschen an. Was brauche ich denn, wenn ich anständig podcasten will? Brauche ich überhaupt irgendwie was? Eigentlich brauche ich gar nicht so viel, oder? Gutes Mikrofon hilft. Einen guten Freund oder Freundin. Sonst nicht so viel, denke ich. Also je nachdem, ob man sich eben persönlich treffen möchte, dann braucht man zwei Mikrofone. Wenn nicht, muss man sich natürlich überlegen, wie schafft man das gut über Skype oder was man sonst benutzen möchte, um sich miteinander da in Verbindung zu setzen. Aber es ist nicht teuer oder so. Ne? Also das kann schon jeder, der jetzt Lust darauf bekommen hat, sich da informieren und direkt starten, würde ich sagen. Wobei, wie zeichnet ihr auf? Also bei uns explodieren die Kosten so ein bisschen, weil man will immer besser werden und irgendwann denkst du dir so, Skype ist jetzt doch nicht mehr so das Richtige. Ihr macht immer getrennte Aufnahmen? Das heißt, wie zeichnet ihr auf? Ja, bis auf eine Weihnachtsfolge, wo wir tatsächlich mal zusammen auf dem Sofa saßen, nehmen wir immer getrennt auf. Ja, wir wohnen halt 400 Kilometer auseinander. Nee, noch mehr, ne? Ich glaube 400 ungefähr. Ja. Wir nehmen über das Internet auf. Also ich denke, der Schlüssel ist ein gutes Mikrofon auf jeden Fall. Also jetzt nicht so ein billiges Aldi-Headset, weil das hört man auch raus. Und eine schnelle Internetleitung mit einem ordentlichen Upload, dass da auch nichts verloren geht. Und da gibt es ja im Internet gibt's ja die verschiedenen Tools, wie man das simultan aufnehmen kann. Das muss jetzt ja nicht nur Skype sein. Wir nutzen zum Beispiel Zencaster, heißt es. Kostet auch ein bisschen Geld, natürlich. Aber das funktioniert ganz gut und ich glaube, die Audioqualität, die ist auch gut bei uns. Ja. Neben Geld kostet es auch tatsächlich noch Zeit, weil wir auch den Anspruch haben, dass wir relativ gut ins Ohr gehen müssen. Das heißt, wenn wir so ans Stammeln kommen und viele Earths machen und viele Pausen haben, dann wollt ihr das nicht hören. Und deswegen stecken wir auch wirklich nochmal so 2-3 Stunden Nachbearbeitung jede Woche in die aktuelle Folge rein. Geld und Zeit. Ich habe gehört, ihr ladet einfach nur hoch. Genau. Wir labern und laden hoch. Also ungefähr 10 Minuten, nachdem wir aufgenommen haben, erscheint die neue Folge. Ja, aber tatsächlich ist es genau das, was du gesagt hast. Wenn man einmal da drin steckt und angefixt ist von der Idee, dann hat man plötzlich die Idee, es könnte ja doch vielleicht noch dieses neue Mikrofon sein, das vielleicht dann doch einen dreistelligen Betrag kostet. Und vielleicht könnte dieses Mischpult auch noch helfen, das besser abzumischen. Und vielleicht ist es auch dann an der Stelle noch möglich, dass man sogar noch einen Popschutz bekommt. Das heißt, dass diese
das überhaupt nicht mehr so richtig funktioniert. Ich hoffe, der Tonmeister hatte jetzt keinen Kopfhörer auf gerade. Der ist gerade weg. Ich durfte das machen. Genau. Ah, doch noch da. Und ja, genau. Also es geht dann irgendwann ins Geld, aber vor allen Dingen geht es in die Zeit. Ja. Das liegt aber bei uns vor allen Dingen daran, dass wir halt so lange aufnehmen, dass die Folgen eben 2 Stunden dauern. Was man definitiv braucht, ist neben Lust und Zeit und ein bisschen Geld eine tragfähige Idee, die wirklich auch viele, viele Folgen durchhält. Das ist bei euch jetzt die Idealsituation. Ne? Ja, ihr habt bis 2032, braucht ihr keine neue Idee mehr. Bei uns, wir überlegen uns gerade, was wir eigentlich den Rest des Jahres noch machen. Es hilft aber auch, wenn man Season Recap oder so. Vielleicht an der Stelle, weil du eben auch nach Tools gefragt hast, ein Namen, Zoom H6, finde ich total toll. Das kostet schon einen dreistelligen Bereich, ist ein Aufnahmegerät, aber eine eierlegende Wollmilchsau. Falls irgendwer mal Lust hat, längerfristig zu podcasten, ist das nach Folge 3 oder 5, wenn es Spaß macht, eine Investition wert. Und sendegate.de könnte man mal nennen. Da erfährt man tatsächlich sehr viel übers Podcasten, wenn man da einsteigen möchte. Das hat uns auf jeden Fall gut geholfen. Ihr nehmt ja oft unterwegs auf. Was ist da euer Setup, wenn ihr auf den Con seid? Wir haben eine Lösung gesucht, die halt einfach vom Handling ist, weil wir uns nicht groß mit der Technik auseinandersetzen wollten. Das heißt, wir haben 2 Ansteckmikrofone, haben ein iPhone mit einer App Opinion, die kostet, glaube ich, 1,79, ist eine einfache Aufnahme-App, wo man verschiedene Segmente aufnehmen kann und dann später kann man noch so ein bisschen hin und her schieben und vielleicht mal so 1-2 Sekunden rausschneiden, wenn irgendwie mal eine Pause oder ein Rauschen oder so drin war. Und dann laden wir die aber auch direkt über eine WordPress-Seite hoch, gibt es ein kostenloses Plugin, den von Podlove, ein Plugin, und dann sind wir auch direkt online. Also für uns ist wirklich wichtig, nicht groß mit der Technik auseinandersetzen, sondern direkt, dass wir online spielen können. Ja, und es scheint ja auch zu funktionieren. Also das, was wir an Rückmeldungen kriegen, da war bis jetzt noch nichts dabei, von wegen, oh, eure Technik ist aber absolute Underground und kann man nicht anhören. Wie Daniel schon gesagt hat, wir wollten es einfach haben und wir wussten am Anfang ja auch gar nicht, funktioniert das Ganze überhaupt oder hören wir da nach dem ersten Tag FedCon oder spätestens nach der FedCon wieder auf mit der ganzen Sache, weil wir keinen Bock mehr haben. Dass man sich dann irgendwann immer noch so ein bisschen steigern kann, ist auf jeden Fall klar und ist bei uns dann auch irgendwann wahrscheinlich drin, ne? Ja, auf jeden Fall. Also aktuell haben wir so Ansteckmikrofone, die haben ein Stück, glaube ich, 50 Euro gekostet. Aber für die Qualität, die da rauskommt, war das für uns voll und ganz ausreichend. Und irgendwann, wenn wir vielleicht mal das nächste Level machen, was Professionelleres, ja. Und auch, dass du nicht so viel Zeug mit rumschleppen musst. Gerade wenn du jetzt hier auf der Con unterwegs bist und unterhältst dich mal mit dem einen oder anderen und willst mal schnell was aufnehmen, was weiß ich, ein Grußwort von irgendeinem, ja, wenn dann halt so ein riesen Ambarage an Kabeln und Mikro und Zeug dabei hast, das ist ja eher nicht so unser Ding, ne? Ich glaube, so das wichtigste Tool ist so, ja, eine gewisse Form von Extrovertiertheit halt. Also man muss halt gern quatschen, einfach. Genau. Also wer halt nichts zu sagen hat, der kann das beste Mikrofon der Welt nehmen. Und ja, das ist, glaube ich, so noch das Wichtigste. Absolut, ja. Ja, aber unser Setup ist auch nicht so unähnlich. Wir haben auch Podlove, haben wir relativ früh entdeckt. Das hat ein Bekannter von Chris uns dann aufgesetzt. Da mussten wir uns gar nicht drum kümmern. Und haben auch erst per Skype angefangen. Also ganz normal ins Handy gesprochen, als wir noch keine Mikros hatten oder irgendein anderes billiges Ding hingestellt. Okay, hört man heutzutage mittlerweile natürlich. Dann Stück für Stück hat man abgegradet. Jetzt haben wir diese Yeti Blue Mikrofone, die für so um die 100 Euro rum wirklich eine gute Qualität liefern. Und je besser das Mikro wird, desto wichtiger wird es eigentlich, dass man eine ordentliche Aufnahmesoftware hat. Weil wir beschweren uns schon immer über Skype. Wir haben es ursprünglich über Skype gemacht, aber mittlerweile sind wir wirklich nicht mehr zufrieden mit der Qualität. Machen jetzt Studio Link heißt das, Reaper. Ist ein bisschen kompliziert damit umzugehen, aber wenn man ein Setup hat, vor allen Dingen, weil es umsonst ist, kriegt man eine richtig gute Qualität und es läuft quasi überall. Ja, und ich kriege jedes Mal Pimpernellen, wenn wir wieder auf Skype zurückgreifen müssen, weil vielleicht ein Gast das nicht eingerichtet kriegt. Und wenn du dann halt wirklich im direkten Vergleich dann einfach nur mal Skype halt hast, dieses extremst komprimierte Signal, und du merkst es ja dann auch schon bei der Bearbeitung hinten dran, wenn du dann einfach die Amplituden gar nicht mehr hast und dann
kommst du dir irgendwann schon mal vor, dass man also wirklich so als auch im Hobbybereich irgendwie, und das ist aber so ein deutsches Phänomen. Ich habe mal erfolgreiche US-amerikanische Podcasts, haben eine Audioqualität, da könntest du dich bei Sendegate gar nicht blicken lassen. Ja? Also die würden erstmal sagen, oh, das ist so wurscht, was du sagst, eine Audio, kauf dir erstmal ein Mikro. Ja? Es ist so ein bisschen typisch deutsch. Jetzt wollte man noch mal fragen, wenn hier vielleicht auch Hörer sind oder irgendwelche Fragen sind, gibt es Fragen aus dem Publikum an unsere Gäste, an unsere Podcasts? Möglichst spoilerfrei, also nicht fragen, wie fandet ihr das Ende von Discovery, auch wenn ich echt gern drüber mit euch reden würde. Ja. Ja. Und wer eine längere Frage hat, müsste einmal bitte hier vorne ans Mikrofon gehen. Genau, da vorne gehen ins Mikrofon, in der Mitte, wenn jemand das möchte. Ja, wenn sich jemand traut. Genau. Ansonsten keine Fragen, dann würde ich doch vielleicht bei, ja, war da irgendwas? Sonst wollte ich gerade mal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Amerikanische Podcasts. Wir haben ja in den Panels der letzten Tage ja schon einige Podcaster kennengelernt. Trisha Helfer macht einen Podcast, hat sie erzählt. Dann hat Mary McDonnell eben erzählt, dass sie einen Battlestar-Podcast macht. Also in Amerika ist es ein ganz großes Ding. Wenn es in Deutschland soweit ist, dann sind wir hier nicht mehr. Ja, aber ich meine, es ist ja, du musst ja auch sagen, das Podcast, und deswegen habe ich es am Anfang auch ganz bewusst gesagt, Podcast ist nichts für jemand, der nur 1,30 zuhören kann. Also ich kann jetzt auch keinen Laber-Podcast hören, der so 3, 4, 5 Stunden, oder es gibt auch welche, die gehen 6 oder 7 oder 8 Stunden. Das wäre mir jetzt auch zu viel. Aber wenn ich einen Podcast, den ich höre, wenn der so eine Stunde hat, dann kriege ich den praktisch so auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg zurück so mehr oder weniger zu 3/4 durch und den Rest höre ich vielleicht noch irgendwie zum Einschlafen. Und deswegen ist auch ein Podcast durchaus irgendwie ein bisschen was Persönlicheres, weil irgendjemand hat es, glaube ich, gesagt, wir gehen schon ins Ohr, ja. Und ich finde es überhaupt nicht negativ, wenn irgendjemand uns schreibt, oh, ich höre ich immer zum Einschlafen. Nicht mehr okay. Also am Anfang ist es immer so langweilig, aber nee, weil ich weiß ja, was ich höre und ich will ja nichts hören, was mich dann irgendwie jetzt aufregt. Und dann ist eben Technik zum Beispiel auch ein Punkt. Wenn du ein Knarzen und ein Fiepen permanent hast, kannst du dazu halt einfach nicht mehr in Ruhe das zum Einschlafen hören. Von daher bin ich auch immer jedem Hörer dankbar, der sich eine Stunde Zeit nimmt, das muss man auch mal sagen, eine Stunde Zeit nimmt oder sogar länger, uns seine Zeit schenkt, um zuhören, wie alte Männer und junge Damen Unsinn und nerdigen Kram in irgendwelche Mikrofone reden, den es, weiß Gott, da draußen, so ehrlich muss man auch sein, zu unseren Themen ja schon zigfach gibt. Ja? Ja. Das heißt, wir suchen ja auch immer noch den Ansatz, warum man uns hören sollte und nicht zu den Rocket Beans oder sonst aber irgendwo. Aber die Sache ist dabei, selbst wenn man einen Podcast macht, dann hat man vielleicht Lust, darüber zu reden, aber man ist vielleicht selber nicht unbedingt ein Podcast-Hörer. Also ich habe es immer mal wieder versucht, ich höre lieber Audiobücher, ich kann mir dann lieber eine professionelle Stimme als eine laienhafte Stimme wie unsere anhören, um das durchzuhören. Wie ist es denn bei euch? Macht ihr nur Podcast oder hört ihr auch Podcasts? Also ich höre auch Podcasts, aber in den letzten Jahren immer weniger. Also es gibt noch so 1, 2 Podcasts, die ich relativ regelmäßig höre, aber ansonsten ist es schon sehr ruhig geworden. Einfach fehlt einfach so ein bisschen die Zeit auch, noch andere Podcasts zu hören. Es gibt noch Hörbücher, die man so nebenbei hört. Und ja, es ist nicht einfach. Ja, bei mir ist es allein durch die Fahrzeit zur Arbeit jeden Tag einfach eine 3/4 Stunde. Da höre ich schon verdammt viel Podcasts und dann auch abends zum Einschlafen, unter anderem. Doch ich höre schon sehr viel und auch bunt gemischt, also jetzt nicht nur Sci-Fi-Themen. Da gibt es schon einiges, was man empfehlen kann. Und es macht schon mehr Spaß. Es macht auf jeden Fall definitiv mehr Spaß wie das stinknormale Radioprogramm, was du dann im Auto laufen lassen kannst. Da ist schon einiges mit viel Niveau, was du dir anhören kannst. Da ich ja das stinknormale Radioprogramm mache, höre ich auch relativ viel Radio und habe relativ viel öffentlich-rechtliche Podcasts. Ich habe wenig viel öffentlich-rechtliche Podcasts gehört, bevor ich angefangen habe. Hat das jemand verstanden? Bevor ich angefangen habe. Ich weiß exakt, was du meinst, weil mir geht's genauso. Ja. Bevor ich angefangen habe, Podcasts zu machen, dann bin ich auch so ein bisschen neugieriger geworden, was da sonst noch so passiert, auch im Sci-Fi-Bereich dann am Ende, und habe angefangen, auch so die Kollegen hier mal zu hören und bin mittlerweile tatsächlich durchs Podcasten zu einem größeren Podcast-Hörer geworden. Also ich höre mittlerweile auch jetzt noch nicht so extrem viel, wie Andi euch gleich erzählen wird, aber durchaus jetzt einige regelmäßig und auch bunt gemischt. Also ich bin auch echt auf so ein paar Podcasts aufmerksam geworden, von denen ich vorher noch nichts gehört habe, einfach nur dadurch, dass ich mich so ein bisschen jetzt mit dieser Welt auseinandergesetzt habe. Und ich finde, es ist eine extrem spannende Welt und
da ist, glaube ich, eine Milliarde noch zu entdecken. Und da gibt es ganz viel. Und ich würde mich sehr freuen, wenn noch viel mehr Podcasts hier gehört werden würde. Und ich noch viel mehr Podcasts hören würde. Aber es ist am Ende noch ein Zeitproblem. Ganz kurz noch, was für ein Radiosender ist es denn? Vielleicht wäre ich ja noch mal rein. So, kurz Cross-Promo. Ich bin ja privat hier. Ne? Es ist der Westdeutsche Rundfunk. Das ist wahrscheinlich WDR 5. Das ist so ein Laber-Programm für Pseudo-Intellektuell. Und gibt es Fans, ja? Gibt es WDR 5-Hörer? Ja, hier. Und Deutschlandfunk Nova, das ist ein Kind aus dem Hause Deutschlandradio, die auch Deutschlandfunk machen und Deutschlandfunk Kultur. Das ist ein junges Programm, eine Mischung aus guter Popmusik, die man nicht überall hört, und relativ viel Wortprogramm. Es ist kompliziert dazu, guter Pop ist der kreative Claim. Kann man im Netz hören oder über DAB+, deutschlandfunknova.de. Das war der Werbeblock. Also gut, ich höre nochmal rein. Ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Was war die Frage? Das zahlt ja jeder für, also von daher. Also Podcasts. Ich höre immer Podcasts. Wenn man mich antrifft und ich antworte nicht, wenn ihr mich ansprecht, dann habe ich wahrscheinlich irgendwie einen Knopf im Ohr und höre gerade Podcasts. Beim Autofahren, beim Bügeln, bei Gartenarbeit, Putzen. Seitdem wirklich viel, viel mehr. Ich höre immer Podcasts. Also, liebe immer. Frauen, gebt euren Männern Podcasts, ja, dann machen sie die Hausarbeit auf jeden Fall viel gerne und viel lieber. Ja, ich sollte eigentlich mehr Podcasts hören, aber bei mir ist es auch wirklich so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es jahrelang auch beruflich gemacht habe, dass du dann irgendwann nach Hause kommst und irgendwie was anderes machen möchtest und so. Ich höre halt im internationalen Bereich also ein paar Podcasts, aber die haben eigentlich nichts mit Star Trek zu tun, das ist eher so Bereich Videoproduktion oder auch ein paar andere Themen. Ja, eigentlich das, was Andreas gesagt hat. Autofahren, Hausarbeit, Kochen, da fallen jeden Tag, würde ich sagen, im Schnitt schon so 90 Minuten an, die ich irgendwie zu überbrücken habe, die sonst sehr langweilig wären. Und da höre ich dann auch Podcasts. Und ja, auch ich höre kaum Star Trek Podcasts, weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass mich das in meiner wöchentlichen Arbeit beeinflussen würde. Und stattdessen höre ich lieber Podcasts zu völlig anderen Themen, die so ein bisschen meinen Horizont erweitern und mal über den Tellerrand blicken lassen. Das finde ich dann doch auch sehr spannend. Dann bleibt auch der Kopf irgendwie frisch und frei für Trek am Dienstag. Ja, ich höre auch Podcasts. Ich habe auch einen langen Arbeitsweg Berlin-Potsdam. Und ich höre auch andere Star Trek-Podcasts. Ich habe in alle eure Podcasts reingehört. Aber ich würde gerne vielleicht noch welche auch empfehlen, wenn ich darf. Aber bitte. Du meintest, ja, ihr habt noch eine weibliche Podcasterin aufgetrieben. Ich bin natürlich nicht die Einzige, die es gibt. Ich würde gerne noch empfehlen, den Rewatch-Podcast von Iris und Lucy, die auch, kennt ihr wahrscheinlich auch, die Voyager und Deep Space Nine staffelweise besprechen, die ich großartig finde. Und vielleicht im englischen Bereich, ähnliches Konzept, Trek in the City, auch nur von Frauen gemacht, auch sehr empfehlenswert. Dann gäbe es im englischen, Bereich sogar noch Women at Warp aus dem Roddenberry Network. Also von daher gibt es da durchaus schon. Man kann auch immer noch ein bisschen mehr machen. Wie ist es bei mir? Ich höre durchaus ein paar private. Natürlich alle der Anwesenden, ja, sehr klar. aber mir geht's ähnlich wie dir. Ich mag auch nicht parallel hören zu etwas, das wir gerade besprechen, weil sonst komme ich vielleicht irgendwann mal in der Versuchung, irgendwas nachzuplappern. Dann höre ich, aber das haben doch die schon. Also das ist zum einen das eine. Und zum anderen, ja, finde ich das Horizont erweitern. Also durch Podcasts kann man ganz einfach, ganz toll seinen Horizont erweitern. Muss man ganz ehrlich sagen. Und dann muss ich auch nochmal eine Lanze brechen für die Öffentlich-Rechtlichen an der Stelle. Die Podcasts, die man da runterladen kann, sind wirklich toll, weil es einfach viele Beiträge sind, die entweder vertiefen zu dem Sinn, was im normalen Radioprogramm läuft oder was man sonst, und gerade WDR 5 finde ich da echt ein super Beispiel, was man sonst einfach gar nicht so mitkriegt. Und in dem Podcatcher kann ich mir einfach das Thema raussuchen, das mich interessiert. Ja, das heißt, ich abonniere einfach WDR 5 und dann muss ich ja nicht alles durchhören chronologisch, sondern ich kann eben sagen, guck mal, da geht's jetzt um Thema XY, das finde ich spannend, oder ich finde es vielleicht auch gerade noch nicht spannend, weil ich noch nichts drüber weiß, und dann ziehe ich mir das extra dann mal rein. Vielleicht mal noch 2 Minuten wieder aus, kann auch sein. Aber diese Horizonterweiterung, die kannst du ja dann auch wieder wunderbar in deinen Podcast mit einbringen, weil du halt dann auch wieder so ein bisschen Vergleiche hast zu so anderen Themen und Geschichten, und dann auch, wenn man eine Kritik macht, auch durchaus, glaube ich, ein bisschen fundierter. Das ist, glaube ich, auch was uns sehr wichtig ist. Wir hauen nicht nur drauf, sondern
Wir wollen ja auch gucken, wie würden wir es machen. Also natürlich auch durchaus ein bisschen viel Fanfiction und Mary Sue-Geschichten dabei, wenn wir uns vorstellen oder wenn wir halt sagen, warum haben die jetzt das und das gemacht, warum machen sie nicht das und das? Ja? Das kann kontrovers sein, das kann interessant sein, das kann auch manchmal langweilig sein. Das muss man halt eben im Prinzip immer gucken, wie es dann so durchgeht. Ich merke schon, der Saal füllt sich, weil danach, glaube ich, irgendjemand kommt, den die Leute mehr hören wollen als uns. Ja? Es hat aber trotzdem schön, dass hier nicht so viele rausgehen. Ich habe versprochen, dass jeder von euch auch nochmal, ihr habt schon, ja, dass jeder auch nochmal einen kleinen Werbeblock machen darf und dann auch hier wieder Ladies First. Wo kann man euch denn hören? Was muss ich googeln? Was muss ich bei iTunes eingeben, um eure Podcast, deinen Podcast zu finden? Bitte geht auf unseren Blog. Den findet ihr auf www.fantastische-wissenschaftlichkeit.de. Komplizierter Titel, aber ich hoffe, Fantastische Wissenschaftlichkeit, jetzt angekommen. Und dort findet ihr dann entsprechende Links und ihr findet unsere Podcasts auch auf iTunes. Die heißen Wieder Voyager und derzeit Discovery. Ja, wir sind mit unserem Blog zu finden, wo die neuen Folgen jede Woche auflaufen, unter www.trackamdienstag.de. Keine Minus, keine Leerzeichen, trackamdienstag.de. Genauso sieht auch unser Twitter-Handle aus, @trackamdienstag. Und bei Facebook sind wir auch, trackamdienstag. Okay, ich nutze kurz die Zeit, um vielleicht noch für einen anderen Podcast noch Werbung zu machen, den du gerade noch nicht aufgezählt hattest, nämlich den Podcast von Björn Sölter, Robots and Dragons. Der leider heute nicht konnte und gestern auch kurzfristig abreisen musste, aber das lohnt sich auf jeden Fall, auch da mal einen Blick reinzuwerfen. Das habe ich gerade gedacht, als du gesagt hast, ich höre keine anderen Podcasts, während ich das mache. Den höre ich mir immer noch an, aber immer erst nach unserer Folge. Kommt doch immer erst Donnerstag und wir kommen dann Dienstag. Ansonsten findet man uns unter discoverypanel.de und da sind auch alle anderen Social-Media-Kanäle verlinkt, die ich jetzt nicht mehr aufzählen darf. Macht auch keinen Sinn. Ja, merkt euch, Discovery Panel. Suchmaschine und so. Ja, uns findet man im Internet auf unserer Webseite www.federation-cast.de. Dann sind wir bei Twitter und Facebook unter @federationcast zusammengeschrieben zu finden. Natürlich bei iTunes. Und ja, das war's. Ja, uns konntet ihr euch schon hier visuell ganz oft einprägen. Nerdizismus.de. Da findet ihr uns, bei Facebook findet ihr uns dann unter Nerdizismus, Instagram, Twitter. Wir sind auch immer noch, was ich wieder gerne erwähne, bei Vero, falls irgendwer bei Vero ist und wer Vero überhaupt kennt. Nerdizismus, #Nerdizismus. Wir springen halt einfach auf jeden Social-Media-Zug auf und sei ja auch noch so billig. Ja? Vor allem, wenn er billig ist, machen wir das gerne. So, in diesem Sinne, eine Sache, die allen Podcastern eins ist, bei iTunes freuen wir uns immer über Bewertungen. Durch die Bank gilt das für jeden hier, alle nicken ganz fleißig. Und wer natürlich jetzt schon sein Smartphone rausholt und einfach nochmal uns dann nochmal Feedback hier auf die Show heute gibt, ist super. Und eine Frage haben wir dann doch noch. Ich habe mal eine Frage, was mit Android-System? Du kriegst eine Podcatcher-App oder dieser Feed funktioniert plattformunabhängig. Ja? Also du brauchst kein iOS. Auf iTunes ist halt so, sag ich mal, da ist alles konglomeriert. Ja? Da findest du alles so oft zusammen. Aber wenn du auf podlist.de gehst oder AntennaPod oder so, dir einfach eine Podcatcher-App runterlädst, dann findest du auf Podcast suchen und dann sollte jeder dieser Podcasts hier über den Namen zu finden sein. Irgendwo da hinten war, glaube ich, noch eine Frage. Nein? Alles klar. Prima. Aber wir haben doch noch so viel Zeit. Nein, okay. Also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart. Habt noch eine schöne Con und öfters mal Podcast hören. Ja? Bis dann. Ciao.